zwei Magier. Ein Jahr Wahnsinn. Unendliche Welten. Mysterien, Mindfuck und Magie. Resümee nach einem Jahr Zwischenwelt. Wie ihr wisst, wir feiern jetzt ein Jahr reicher und stark. Und wenn ihr es nicht wisst, wisst ihr es jetzt. Und wie kann man es anders feiern als mit einem Glas Whisky? Und mit euch. Zum Wohl. Zum Wohl. Danke. Geile Zeit war's. Und der Whisky ist gar nicht so schlimm, wie ich befürchtet habe. Boah. Wir haben von unserem lieben Freund Daniel so eine kleine Whisky-Sammlung geschenkt bekommen zum Jahresjubiläum quasi. Zweimal so eine Box. Vielen Dank. Und das, was wir da jetzt gerade trinken, ich kann das nicht aussprechen. Lafroig. Sehr erdig, rauchig. Und wie ihr wisst, falls ihr die Sendung verfolgt habt, ich bin nicht so der Freund von erdig, rauchig. Aber passt, glaube ich, irgendwie zum nach einem Jahr Reise wieder auf den Boden der Realität zurück. Das wollen wir mit dieser Sendung auch machen. Ein bisschen zusammenfassen, worum es gegangen ist. Mhm. Und ich glaube, wenn es ein Wort gibt, das ausdrückt, was wir jetzt für einen Wahnsinn erlebt haben, dann... Ja, Interdisziplinarität, würde ich sagen, ja, wenn ich mich bemühe. Und so war die Reise mit euch gemeinsam, mit unseren Gästen, mit den Leuten, die wir alle kennengelernt haben, mit den Themen, mit denen wir uns befasst haben. Wollen wir mal ein paar Begriffe mit Begriffen um uns werfen? Es war wirklich zwischen den Welten. Ja. Also Fantastik und Popkultur war natürlich ein ganz sowieso wichtiger Bereich aus dessen Blickwinkel wir Magie beleuchtet haben. Genau, also Sachen wie ganz viele Sendungen über Comics, über Fernsehserien, die uns inspiriert haben im letzten Jahr. Da werden wir sicher auch wieder jetzt zweite Staffel Westworld und Legion geht wieder los. Da sind wir eh ganz gut dabei. Ja, was mythologische Sachen, religionswissenschaftliche, Interview mit Jeff Kripal. Zum Beispiel, ja, sehr spannend. Psychologische. Ja. Wir haben Sendungen zum Thema Hypnose gehabt, zum Thema Remote Viewing, Holosync 3D, Bewusstseinsreisen, also sehr metaphysisch. Diese ganzen mentalen Techniken und was man damit alles machen kann. Aus der paranormalen Sicht haben wir sehr viel gehabt, UFO-Sichtungen, Geister, Spuk, was weiß ich, das. Diese ganzen High Strangeness. Ja. Geschichten. Ja, absolut. Das Ganze durchaus, gerade durch meinen Input, sehr chaosmagisch gefärbt manchmal. Sehr viel das Thema Paradigmenwechsel eingebracht. Ich werfe jetzt wirklich wahllos mit Begriffen herum. In einer der letzten Sendungen ging es ums Thema Geld, also Magie. Die der wirtschaftliche Aspekt der Magie. Ja. Genau. Soziologische Aspekte. Die unsere Dynamics zum Beispiel. Ja. Die therapeutische Sichtweise haben wir auch immer wieder reingebracht. Mhm. Nicht zuletzt durch die Sendung mit Siegfried Essen. Genau, künstlerische. Ganz stark. Die Simone, eine der ersten Sendungen. Und auch den David mit seinem Kunsthandwerk, mit seinem Schmuck. Ja. Musikalisch, die fünf Sendungen mit Jessica Kaiser. Mhm. Was haben wir noch alles gehabt? Historisch natürlich, die Entwicklung, wie Magie gesehen wird, die Modelle der Magie zum Beispiel. Wir haben uns über Elfen unterhalten, wir haben... Ja, folkloristisch, Jeff Krappel sowieso. Wir haben ganz viele Buchtipps gegeben, ganz viele Serientipps. Wir haben eine utopische Sichtweise gebracht. Ja, CropFM, die Sendung bei Tarek, CropFM, cooler Podcast, da waren wir zu Gast. Politisch. Die Sendung über Kampfmagie und Flüche. Zum Thema Trump und Co. Ja, schamanische Sichtweisen, rituelle Körperhaltungen, schamanische Reisen, die wir gemacht haben. Alchemistische Dinge haben wir eingebracht. Religionswissenschaftlich. Psychedelische. Ich komme immer wieder auf den Jeff Krappel auf mich. Das war einer der coolsten Kontakte in dem Jahr. Ja, wahrscheinlich. Eindeutig. Ja. Dann haben wir auf CropFM interviewt und ich habe ihn dann in Zürich getroffen. Genau, du warst in Zürich. Ja. Dann war ich in Freiburg, parapsychologische. Genau, beim Walter von Luca, du. Scheiße, wir haben schon so einen Vogel, gell? Ja. Also, das ist so das Erste. Also, und zwischen all diesen Bereichen haben wir immer wieder Verbindungen geknüpft. Und für mich ist es ja auch tatsächlich so, Magie ist wie ein Netz. Egal, wo du es anfasst und in welche Richtung du ziehst, du nimmst immer das ganze Netz mit. Genau, und es ist quasi wie so ein Schallwelleneffekt oder wie so ein Ripple-Effekt, der sich so durch dieses Netzwerk zieht. Und eben,
Das ist so ein bisschen ein Prinzip von so einem interdisziplinären magischen Ansatz, wie wir ihn verfolgen, dass eben, wenn man an einer Stelle, an einem Zahnrad was dreht, bewegt sich das ganze Werk mit. Es ist mit. Holographisch, könnte man sagen. Ja? Genau. Hm. Metaphysisch, mystisch, darüber haben wir auch ganz viel geredet, über unsere persönlichen Einheitserfahrungen und so weiter. Ja. Die Sendung zum Weißen Band. Zeit war immer wieder wichtiges Thema. Ja. Die Zeitschleifen, die du erlebt hast und so. Mhm. Also Bewusstsein natürlich das wichtigste Thema überhaupt. Also, und wie wir in unserer Sendung über das magische Weltbild gesagt haben, ist uns Überprüfbarkeit wichtig. Mhm. Also Ergebnisse. Und in dieser Sendung wollen wir jetzt nicht nur das alles Revue passieren lassen, sondern auch die Interdisziplinarität an sich einer Überprüfung unterziehen. Schön zusammengefasst. Ja. Natürlich, und also es ist natürlich die, ein schöner Aspekt der Überprüfbarkeit von Magie ist, wenn sie aus interdisziplinären Ansätzen dieselben Ergebnisse liefert. Also wenn man nicht nur einer Schiene folgt oder eine Technik anwendet oder durch ein Schlüsselloch schaut, sondern wenn man eben aus ganz vielen Perspektiven auf eine Sache schaut und zu ähnlichen oder denselben Ergebnissen kommt. Dafür ist Interdisziplinarität und Zusammenarbeit mit anderen Menschen und anderen Fachbereichen unglaublich wichtig. Kann aber auch umgekehrt wieder andere Schwachstellen aufweisen, wie, das hat man oft so, vermeintliche Oberflächlichkeit vielleicht, ja, man muss sich ja ewig lang in ein Feld einarbeiten. Ja, Spezialisierung hat viel für sich, natürlich. Keine Frage. Klar, aber wir sind ganz bewusst immer wieder in dem Zugang, dass wir das vergleichen und schauen, was es da bringt. Also ich war das immer in meiner Kindheit schon, mich hat das immer total gereizt. Ich finde es halt spannend, durch diesen interdisziplinären Ansatz, die Menschen, die wir kennenlernen, da lernen wir die Spezialisten in diesen Bereichen kennen, die sich da vertiefen, die ihr ganzes Leben diesem einen Thema widmen oder mehreren. Und ich finde es immer sehr schön, wenn wir so an diesen Knotenpunkten sitzen, wo diese Fäden zusammenlaufen. Ja. Genau, und das Netz dann überblicken und schauen, was macht man mit dem Netz. Mhm. Und ja, in dem Sinn lassen wir ein bisschen Revue passieren. Wie hat sich denn unsere interdisziplinäre Magie bewährt oder nicht? Was hat sich sozusagen im letzten Jahr jetzt bei einem Jahr reich und stark ergeben? Mhm. Und das wollen wir besprechen, und zwar auf metaphysischer Ebene, auf zwischenmenschlicher, auf konkret alltäglicher und auf unserer persönlichen. Nicht zwischenmenschlich, sondern metaphysisch, haben wir gesagt, fangen wir an. Mhm. War eine Remote-Viewing-Session besonders spannend, die ich vor kurzem gehabt habe. Ich werde nachher auflösen, was das Target war. Mhm. Ich fasse es so kurz zusammen. Ich muss gleich vorausschicken, es war wahrscheinlich die spannendste und intensivste Session, die ich je gehabt habe. Ich habe währenddessen schon gesagt, ich fühle mich wie auf einem LSD-Trip. Also es war so intensiv und abgefahren. Das würde heißt, du hattest ja einige sehr spannende Targets in letzter Zeit, wie ich so mitbekommen habe. Du bist ja sehr fleißig am Jun. Ja. Ja, einmal in der Woche. Danke, Stefan. Mhm. Ich habe von Anfang an starke Körperreaktionen gehabt, eine wellenförmige Bewegung, lass mich schauen, Aufregung, Gänsehaut, es war sehr energetisch, Adrenalinschub, Power, ein Eindruck, den ich hatte, war hui, stark, das war so der Anfang, es war ein Gefühl von einem Nachhall und irgendetwas, was sehr nah bei mir ist. Und meine erste Skizze war so ein Energie, die irgendwie hinausgeschleudert wird, wirklich, aus am Zentrum. Ich habe das wirklich wie maschinengewehrartig beschrieben. Es wird so ganz hoch hinausgeschleudert irgendwo. Und ich habe auch den Eindruck, es ist nicht ganz ungefährlich, was da passiert. Gleichzeitig ist es aber viel Freude am Spiel. Irgendwann habe ich geschrieben, yippie, das macht mir Spaß. Das erzeugt eine Art Feuerwerk. Und dann ist ein Wort aufgetaucht, mit dem ich überhaupt nicht gerechnet habe. Was ist die Funktion von diesem Target? Es erzeugt eine Art Funkenschauer. Mhm. Und dann habe ich etwas wahrgenommen, wie wenn ich von unten in einen Trichter reinschauen würde. Mhm. Und da bin ich habe nur gemerkt, da bin ich hineingesaugt worden
Und dann wird das weggeschossen. Und was wird da weggeschossen? Da habe ich dann lauter so Sternchen gemacht einfach. Also diese Funken. Mhm. Und ich habe dazu geschrieben, die entstehen da drin und werden dann wie durch eine Röhre weggeschossen. Jetzt muss man eben dazu sagen, wenn für die Leute, die Remote, sich mit Remote Viewing auskennen, ergibt das vielleicht schon Sinn. Für die Leute, die mit Remote Viewing noch nicht so viel anfangen können, wir haben einige Sendungen inzwischen gemacht und es ist eben so, dass man im Verlauf einer Sitzung sich immer mehr so aus einem allgemeinen, man nimmt allerlei Daten wahr, sich immer mehr quasi zuspitzt und die Informationen. Man nähert sich immer mehr an und es wird immer konkreter. Dann war die Frage nach dem Endziel dieser Funken. Ich habe sofort gesagt, die verteilen sich über das ganze Universum. Und ich habe mir dann einen Funken näher angeschaut. Der war innen extrem hell, enthält eine Art Keim, habe ich geschrieben. Und am Rand funkelt er so irisierend, regenbogenfarbig. Ich habe dann auch das Gefühl gehabt, ich beschreibe da vielleicht zufällig die Entstehung von Seelen oder von Bewusstsein. Mhm. Die Funktion so eines Keims habe ich beschrieben mit Aufblühen und das, was er in sich trägt, verschenken. Das war wunderschön und berührend. Ich hatte Freude an seiner Freude. Mhm. Und es war nur einer von diesen ganzen vielen, die sich da über das ganze Universum verstreut haben. Und dann habe ich mir das näher angeschaut, wo sie entstehen. Also so in diesem, wenn man das sozusagen von unten durch diesen Trichter kommt, wenn es da so entsteht, das war, ich habe es wahrgenommen wie so ein fleischiges Blütenblatt von einer dunklen Orchidee. Die Farbe Violett war auch da. Ich habe auf einmal nur noch ganz poetische Beschreibungen von mir gegeben. Etwas, das sich ständig selbst gebiert. Es ist dunkel und aus sich heraus hervorquellend, fast eruptiv, ein Schöpfungsprinzip. Was entsteht dabei? Raum, Potenzial und Klang. Genau, ich habe geschrieben, das ist der Klang des kosmischen Potenzials. Okay. Es kam mir vor wie der Meeresgrund und das Weltall zugleich. Ja, sehr poetisch, das stimmt. Das war, ich habe nur noch selber gelacht. Ist das üblich für dich, wenn du, nein, wir beide haben noch nicht so viele Remote-Viewings miteinander gemacht, ist das für dich üblich, dass du in so poetischen... Nein, okay. Nein. Also das mache ich, wenn ich schreibe, aber nicht beim Remote-Viewing. Mhm. Dann habe ich noch genauer beschrieben den Ort, noch einmal, wo das entsteht, von weiter weg. Und plötzlich kam mir, das ist ein Torus, den ich da beschreibe. Mhm. Ich habe dann von oben drauf geschaut, das von unten der Trichter war sozusagen die Unterseite dieses Torus. Und also das war das Zentrum des Torus, das ich beschrieben habe. Und rundherum sind andere Tori mit sehr ähnlichen Funktionen. Seine Funktion ist es, Dimensionen hervorzubringen, die zu Materie werden können, Raum zu schaffen für Erfahrung. Und der Zweck entsteht eigentlich erst mit der Verdichtung. Vorher ist es ein pulsierendes Spiel mit Potenzial. Ich konnte es, der Stefan, der mich gemonitort hat, hat sich an Contact erinnert gefühlt, wo Jodie Foster sagt, sie hätten einen Poeten schicken sollen. Ich habe es nicht anders beschreiben können. Mhm. Ich habe mich auch gefühlt wie bei einer Achterbahnfahrt, ohne angeschnallt zu sein. Es war schon so, wow, keine Ahnung, ein ständiges Strömen und Pulsieren. Alle Farben sind da, aber ich kann sie nicht sehen. Mhm. Es war wie wenn ich im Prisma wäre, auf das der Lichtstrahl trifft und bevor er sich in die einzelnen Farben aufspaltet. Es sind alle Farben da, aber weil alle da sind, kann ich sie nicht sehen. Es sind alle Klänge da, aber weil sie gleichzeitig da sind, kann ich sie nicht hören. Also es ist ein komplettes Paradox. Alles ist vorhanden gleichzeitig und dadurch undefiniert. Das, was vor dem weißen Rauschen ist, habe ich es genannt. Es ist die Einheit von Ruhe und Geschwindigkeit. Es ist überall gleichzeitig. Also und auch paradox. Es ist völlig paradox gewesen. Es ist dann noch darum gegangen, also wir sind sozusagen immer tiefer in dieses Zentrum reingegangen im Torus. Mhm. Also ist noch irgendwas dahinter? Also hinter diesem völlig paradoxen Zustand ist dahinter noch was. Ja? Das habe ich dann eben so als das Licht hinter dem Licht beschrieben. Und dann war die Frage, ist dahinter auch noch was? Das Licht hinter dem Licht, hinter dem Licht. So, whatever. Und ich habe keine Ahnung, aber ja, da ist noch irgendwas. Und das war Intention. Mhm. Der absolute Nullpunkt, wenn man so will, das war Intention. Mhm. Und den habe ich dann auf das Blatt Papier gemalt, mitten im Zentrum. Und
Der Stefan hat mich als Monitor gefragt, ja, ob ich irgendwie weiter rauszoomen kann und sehen könnte, ob noch was da ist dahinter. Und da war einfach nichts mehr. Egal, wie weit ich rausgezoomt bin, es war immer nur dieser eine Punkt. Und ich habe den Eindruck gehabt, es ist so, wie wenn man im Unendlichen geradeaus schaut, dass man irgendwann wieder seinen eigenen Hinterkopf sieht. Sozusagen. Gleich, ja, weil es wieder dann beim Ausgangspunkt auftrifft, aber nicht nur in eine Richtung, sondern kugelförmig in alle Richtungen. Und das war dieser Punkt, das war das absolute Zentrum. Das war sozusagen ein schwarzer Punkt im Weiß. Und die Frage war dann, ob dieser Punkt dem Torus übergeordnet oder untergeordnet ist, und das habe ich nicht sagen können. Es war gleichzeitig. Ich habe den Eindruck gehabt, der ist das Zentrum, aber sobald man sich dem total nähert, wird er umgestülpt und ist wieder außen. Und also auch das wird ständig von innen nach außen gestülpt. Und dann habe ich noch wahrgenommen, ja, das ist ein Torus und daneben ist 90 Grad drauf ein zweiter Torus. Die sind wie Kettenglieder ineinander verhakt. Und dann da wieder ein Torus. Und wieder einer und wieder einer. Und es ergibt wie eine Art Kettenhemd, unendlich groß. Ein Ding, und Stefan, der hat nur noch gelacht und gesagt, okay, und jetzt beschreib einmal, zoom da mal raus, was gibt es da eine Grenze? Und ich habe gesagt, ja, wenn man das so will, dieses Kettenhemd bildet wieder einen riesigen Torus. Okay, ich habe keine Ahnung, was hier passiert, ich habe keine Ahnung, was ich beschreibe. Ich löse es jetzt auf. Das klingt eigentlich nach dem weißen Button. Es war ziemlich wie unsere Sendung mit dem weißen Button und die Target-Formulierung war auch, beschreibe dein höheres Selbst zum Zeitpunkt der Session. Es hat dann so stimmig geklungen für mich, weil ich danach, als wir das aufgelöst haben und darüber gesprochen haben, mich daran erinnert habe, dass ich einige Wochen davor eine Holosynkreise gemacht habe, wo ich genau das erlebt habe, es aber vergessen hatte. Durch die Remote Viewing-Sitzung ist ja quasi wieder die Erinnerung gekommen. Ja, genau. Ich habe dir erzählt, ich habe da eine Reise gemacht, aber keine Ahnung, diesmal, ich kann mich an nichts erinnern. War ein bisschen frustrierend. Und durch die Remote Viewing-Session habe ich mich wieder daran erinnern können. Das war genau das. Stefan hat in seiner trockenen Art gemeint, ja, haben wir wieder mal interdisziplinär bestätigt alles. Und das kommt ja, glaube ich, öfter vor, wenn Leute ihr höheres Selbst viewen, so sehr ähnliche Bilder. Es war ja auch für mich, als ich sozusagen das Universum verstehen wollte, ich glaube, in welcher Sendung eben im weißen Button erzähle ich davon, wie es mich rauszieht ins Universum und ich irgendwann wieder bei mir selber rauskomme und quasi so diesen Torus wieder abgeschlossen habe. Genau. Und der Torus spielt ja auch eine ganz wichtige Rolle in der Alchemie, in der Sendung Plasma, Kaffee und Plasma, was? Ja, wo wir auch über Alchemie, moderne Alchemie sprechen und so weiter. Ja, der verfolgt uns eh, der weiße Das Papa. Höhere Selbst, darüber haben wir zwei Gespräche mit Siegfried Essen geführt. Wir haben Robert Monroe hat das höhere Selbst übrigens auch ganz ähnlich beschrieben. Ja, auch diese Vorstellung, dass aus einem höheren Selbst sozusagen mehrere Seelen oder Bewusstseine hervorgehen, das ist auch in anderen Remote Viewing Sessions schon so beschrieben. Wir sehen ein durchaus so bekanntes Konzept in der Esoterik, also Überseele, die Überseele und so. Aber es ist halt dann spannend, wenn man sie mit tatsächlichen Techniken überprüft. Ja. Und gerade Remote Viewing, wo man nicht weiß, was man tut und wo es einen hinzieht. Ich habe einfach 18 Ziffern gehabt. Genau. Und das ist dabei rausgekommen. Wie gesagt, die intensivste und schönste Session, die ich je gehabt habe. Und auf so vielen Ebenen, durch so viele andere Techniken bestätigt worden und wiedererkannt worden, das war echt schön, um zu sagen, okay, ja, jetzt habe ich eine noch viel klarere Vorstellung von meinem höheren Selbst. Ich habe das jetzt natürlich sehr verkürzt. Es wird noch einen Artikel dazu geben, den wir dann auch verlinken werden. Also das war für mich so jetzt vor ganz kurzer Zeit eine, ja, weiß ich nicht, so eine Sternstunde dessen, was Magie leisten kann. Aber kommen wir zur zwischenmenschlichen Ebene. Ja, das Zwischenmenschliche, das war für mich eigentlich das mit Abstand Spannendste, weil wir haben ja schon sehr viel magische Erfahrungen über die letzten Jahre und Jahrzehnte gesammelt. Aber es war dann spannend zu sehen, was passiert, wenn wir uns zusammentun und so einen in die Öffentlichkeit gehen mit den Dingen und wirklich versuchen, aktiv dieses Netzwerk zu pflegen. Wenn wir wirklich schauen, was passiert, wenn wir sozusagen als magischen Akt diesen Aspekt hineinbringen in unsere Arbeit. Und daraus haben sich einfach unglaublich schöne Kontakte ergeben, wie wir schon am Anfang erzählt haben. Aber es haben sich lustigerweise und schönerweise auch im Netzwerk ganz viele Dinge getan. Also es
ja, wir waren gerade bei Holosync. Inzwischen haben, glaube ich, einige Leute, die unsere Sendungen gehört haben, bei Michael Pahl angeklopft und das ein oder andere Holosync-Seminar besucht. Und, glaube ich, ziemlich coole Erfahrungen gemacht, was ich so gehört habe. Und ja. Ich habe vor kurzem eine junge Frau kennengelernt, die durch unsere Sendung auf einem Seminar beim Siegfried Essen war. Genau, die war inzwischen in Graz, hat du hast sie kennengelernt inzwischen in Graz. Ja. Ja. Was haben wir noch gehabt? Der David, unser Schmied. Talismane und Amulette, die Sendung. Das war der Name, der mich nicht eingefallen ist. Hat inzwischen, glaube ich, den einen oder anderen Auftrag bekommen. Ja, was war noch? Ich habe in Zürich einen Freund und Schriftstellerkollegen kennengelernt. Der uns inzwischen in Graz besucht hat auch. Ja, John Cavalty. Ich kann hier nur empfehlen, sein neuestes Buch, Der Tag, an dem es 449 Franz Klammers regnete. Vollkommen durchgeknallt und super mit gnostischem Wissen durchsetzt. Also schwere Empfehlung. Und ein Kinderbuch von ihm, Nemorino und das Bündel des Narren, eine Kenntnis über das Tarot blitzt dadurch und eine Freude, ironisch damit umzugehen. Also wirklich wunderschön gemacht, auch großartig illustriert. Wir werden das unten verlinken in der Videobeschreibung. Natürlich. Wie immer. Ja. Die ganzen Kontakte mit den Künstlern überhaupt. Ja. Jeff Kreipal, um es noch einmal zu erwähnen, kann man nicht oft genug erwähnen. Was haben wir noch? Crop FM. Wir haben in diesem Jahr zwei Sendungen gehabt auf Crop FM. Einmal Mysterien, Mindfuck und Magie, genau. Und einmal eine neue Zukunft sehen, wo wir sozusagen... Und dieses Interview mit Jeff Kreipal, 3. Das war so nebenbei. Das haben wir extra gemacht, aber es ist dann in unserer Sendung, sind Ausschnitte daraus eingeblendet worden. Ja. Mhm. Aber die zweite Sendung war für mich die viel spannendere noch, auf die werden wir nachher noch zu sprechen kommen. Genau, mit Benny und Wingman zum Thema Utopie, Dystopie, Entwicklung der Menschheit in die Zukunft. Ja, es waren so viele Sachen. Ja, ich habe jetzt ein Seminar, das sich ergeben hat aus der Community auf Facebook wiederum. Genau. Auch total schön. Die geheime Gruppe, auf der ganz viel passiert. Super Rechercheanfragen, spannende Gespräche und Auseinandersetzungen. Was haben wir noch? Ja, was wir ganz viel gehabt haben, unglaublich viel positive Rückmeldungen von Menschen, deren Leben sich wirklich von klein bis extrem radikal gewandelt hat, für das wir eine riesen Bereicherung oft waren, vermutlich auch oft so ein bisschen der zündende Funken und der Katalysator. Von Magierkollegen, die uns begleitet haben, habe ich einige sehr coole Ergebnisse bekommen. Das freut mich ganz besonders. Was quasi das Schauen unserer Sendung, so jahrelange Dinge, die so festgesteckt sind, plötzlich gelöst hat. Und das ist auch ein bisschen, das haben wir so wirklich gewarnt, haben wir noch nicht davor, glaube ich, öffentlich. Wir haben es einmal mit durchgehen lassen. Wenn man sich einen magischen YouTube-Kanal anschaut, speziell unseren, dann ist man Teil eines sehr großen Rituals. Und ja, das hat Auswirkungen. Da kann was passieren. Und das finde ich eigentlich ganz schön. Bei uns ist ja immer alles sehr chaotisch wirkend, aber es hat schon seinen Grund, warum hier manchmal in der Mitte auf einem Tisch ein Gegenstand liegt, warum mein T-Shirt zerknittert ist, warum wir so reden, wie wir reden und warum manchmal vermeintlicher Wortmüll in unseren Sendungen vorkommt. Das hat alles schon seinen Grund. Und es ist nicht nur ein reiner YouTube-Kanal. Ja. Genau, sind alle da gemeinsam Teil einer großen Reise. Ist danke, das Wahnsinn, dass ihr dabei seid. Hat es doch Methode. Ungefähr ja. So. Ja. Ja. Noch ein Kontakt fällt mir ein, Rudolf von Toth Hermes. Ja, ein wunderbarer englischsprachiger Podcast. Genau. Wir werden uns bald einmal gegenseitig interviewen, wenn es so stimmt. Also jetzt ganz neu der Joshua Kutchin. Ja, großartig. Großartiger Autor, unglaublich toller Typ. Auch das da hat sich super ergeben. Schauen wir mal, was daraus wiederum entsteht. Also das Netzwerk wird ständig weiter geformt und weiter gebildet. Das ist für mich tatsächlich der schönste Aspekt zu sehen. Dieser verbindende Aspekt der Magie. Ja, das ist auch das, was wir ja wollen. Also wir wollen ja hier nicht einen YouTube-Kanal betreiben, ja, sondern wir wollen ja mit euch gemeinsam einen Weg gehen und euch begleiten, dass ihr uns begleitet und wir gemeinsam schauen, dass es dem ganzen Netzwerk besser geht. Und wir haben es ja schon angesprochen, die Überprüfbarkeit in der Magie, das heißt, es gehört für uns auch immer wieder dazu, dass wir unseren eigenen Fortschritt reflektieren und die Wirksamkeit unserer Magie überprüfen. Und eine der wesentlichen Dinge, die wir festgestellt haben, ist, dass wenn man Magie von dieser Seite angeht, quasi so einen Meterbogen spannt, so ein Riesennetz auswirft sozusagen, dann geht man sehr in die Breite. Man spannt ganz viele verschiedene, man taucht in ganz viele verschiedene Themen ein, man lernt ganz viele verschiedene Menschen kennen
und baut einmal so ein Riesennetzwerk auf. Das heißt, man geht sehr in die Breite und das dauert manchmal, bis sich das verdichtet und konkrete Ergebnisse rauskommen. Es wächst nicht so schnell, dafür umso umfassender oder flächiger sozusagen. Ein bisschen wie ein Pilz mit Myzel unter der Erde, das sich verbreitet und wo es ein bisschen dauert und im richtigen Moment poppt so dieser Fruchtkörper auf, mhm, und wirft neue Sporen und befruchtet sozusagen die weitere Ebene. Genau. Also das heißt, wir haben jetzt auf der konkret alltäglichen Ebene nicht so viele Ergebnisse. Ich meine, einige waren da. Immer noch genug, ja. Also zum Beispiel, wir haben Whisky geschenkt bekommen. Mehrere. Ja. Die Patreons, die uns unterstützen, sind eine Riesenhilfe. Danke euch dafür. Also wenn man das ein bisschen spannt, so von metaphysische Ergebnisse zu produzieren, die überprüft werden können, ist inzwischen ein leichtes. Mhm. Menschen zu manifestieren oder die ins Netzwerk ziehen und die im Netzwerk dieses Netzwerk befruchten, geht auch unglaublich gut. Wenn es dann ein bisschen sich verdichtet, das auf die Materie zu bringen, also dass man mit den Menschen dann konkrete Projekte umsetzt, dass man das vielleicht auch zu einem finanziellen Erfolg ausbaut und so weiter. Das ist das, was dauert, aber eben dadurch, dass man so ein Riesennetz ausgespannt hat, beginnt... Ich glaube, es ist eine Frage auch des Fokus. Mhm. Wir haben halt diese große Bandbreite. Mhm. Wir haben aber auch erlebt, wenn wir uns dann auf ein ganz konkretes Thema konzentrieren, mhm, haben wir ganz schnell eine Spitze. Mhm. Löffelbiegen war so ein Beispiel, wo uns ganz viele Zuschauer ihre Fotos geschickt haben und sagen, ja, verdammt nochmal, es hat sofort funktioniert. Und nach ganz von wenigen von leicht umgebogen bis, ich weiß nicht, 5 verschiedene Wicklungen... Ja. Diejenigen, die uns diese Metallstangen, die kleinen, geschickt haben, die Fotos, die verbogen wurden. Grandios. Herrlich. Mhm. Und das ist eben das Schöne, dass wenn man dann so eine breite Basis hat, das dauert, das braucht Energie, das aufzubauen, aber dann hat man quasi wie so ein Riesenkraftwerk sozusagen, wo die Impulse dorthin gehen, wo sie gebraucht werden. Und wenn irgendwo eine Spitze benötigt wird, kann das quasi so sich so verdichten. Mhm. Ganz einen konkreten Fall, eine liebe Freundin, die uns jahrelang unterstützt hat, vor allem mich auf meinem Weg, die hat so im letzten Jahr so ein bisschen finanzielle Schwierigkeiten bekommen und die habe ich begleiten können und die hat aus 4.000 Euro 40.000 Euro gemacht im letzten Jahr und das war für mich einfach eine Riesenfreude, sie dabei zu begleiten und zu sagen, hey, ich bin einfach da für dich, ich kann dich beraten, ich kann mit dir beraten, als Freundschaft einfach. Hey, das sind meine Ideen, mhm, mach damit, was du willst und wir gehen jetzt gemeinsam durch diesen Prozess und hat sich super bewährt und sie hat ihre finanziellen Engpass super überwunden. Unglaublich toll. Ja. Freut mich total, einfach einem Freund oder einer Freundin so zu helfen. Mhm. Bis hin so, dass wir immer wieder Zuschriften bekommen haben, so danke für diese Sendung, ich habe sie genau im richtigen Moment gehört, sie hat mich genau darin bestätigt und so, also das sind schon auch sehr konkrete Sachen, aber noch nicht so viele. Ja, man muss uns halt ein bisschen unterscheiden, weil viele Leute, die Magie betreiben wollen, so, ich will jetzt meinen Wunsch manifestieren, ich will jetzt das Auto, das Haus, ich will reich werden, vögeln, keine Ahnung, Karriere machen, Koks und Nutten, keine Ahnung, was sich Leute halt so oft wünschen, wenn sie mit Magie anfangen und was sie sich darunter vorstellen. Und das ist eben so der Unterschied zu unserer Magie, viele, die mit Magie anfangen wollen, so Ursache-Wirkung. Ich mache ein Ritual und es muss hinten das Ergebnis rauskommen. Und wir spannen halt einfach den Bogen von hinten auf und sagen, wir bereiten ein Feld und schauen, was passiert. Das dauert länger mitunter, mhm, aber dafür reicht es dann, wenn man einen kleinen Impuls setzt und dafür... Genau. Gibt es im Englischen, oder Jason Miller sagt das ganz gern, der ein amerikanischer Magier, Kollege, make your life enchantable. Ja, mhm. Sorgt dafür, dass dein Leben möglichst verzauberbar wird. Ist das eine gute Übersetzung? Ich weiß es nicht. Also, dass du möglichst viel, dass du dem Universum möglichst viele Anknüpfungspunkte gibst, mhm, wo es wirken kann und eingreifen kann und wo es einen Hebel ansetzen kann. Ja. Und ja, je breiter das Feld, je größer das Netzwerk, desto leichter geht das und desto größer ist die gesamte Hebelwirkung im Netz. Mhm. In gewisser Weise ist ja auch der Schritt von uns gewesen, da an die Öffentlichkeit zu gehen, ein Versuch gewesen, unser Leben more enchantable zu machen. Wieder eine Schraube irgendwo zu drehen, ja, und anzusetzen. Ja. Auch bei uns ist ja was passiert. Also kommen wir so zum letzten Bereich, so zum Persönlichen. Was hat sich bei uns in diesem Jahr abgespielt? Ja, schon heftiges. Also wenn ich daran denke, dass ich ziemlich genau vor einem Jahr habe ich als Tellerwäscher gearbeitet, zum Beispiel, um irgendwie über die Runden zu kommen. So vom Börsenhändler zum Tellerwäscher. Schauen wir mal, wohin es jetzt geht. Und es war einfach so, mag ich nicht weitermachen, das war so, da muss ich jetzt einfach durch. Und in dem Moment, wo ich das gemacht habe, wo ich das angenommen habe,
haben sich einfach neue Wege aufgetan und inzwischen bin ich wieder nach der kurzen Auszeit voll da und mache genau das, was ich will und was mir Spaß macht. Aber es war eine harte Reise, keine Frage. Ja. Es war für mich auch beruflich sehr anstrengend. Mhm. Jetzt schaut es so aus, als ob es wieder leichter wird. Mhm. Beziehungsmäßig hat sich auch einiges abgespielt. Heftige Achterbahnfahrten oft, ja. Auch deine Beziehung zu Amsterdam? Nein. ja, Amsterdam. Es gibt irgendeine Sendung dazu, wo ich drüber rede. Hassliebe Amsterdam. Irgendwann werde ich es nochmal probieren und die Stadt noch einmal versuchen kennenzulernen. Aber ja, die letzte Reise war irgendwie sehr strange. Wir haben viele neue schamanische Erfahrungen gemacht. Ja, Kambo zum Kambo, Beispiel. Großartig. War, ich meine, das ist für mich nicht ganz so neu, aber es war dafür ziemlich heftig, diesen persönlichen Heilungsprozess wieder mal weiter anzustoßen. Auch da ein neuer Kontakt entstanden, ein wunderschöner. So andere Techniken und Methoden im schamanischen Bereich kennengelernt, verschiedene Reisen gemacht. Ja, die Zeitschleifen, die bei mir inzwischen fast schon alltäglich oft auch. Gehören bei dir schon zum Inventar. Aber sie ergeben immer mehr Sinn und bauen auch wieder so ein Gesamtbild über die Jahre. Ich meine, es ist eine jahrelange Reise, ja, wo sie die Zeitschleifen wirklich über 4, 5 Jahre ziehen und plötzlich ergibt was Sinn, was vor 7 Jahren passiert ist, beeinflusst durch das, was übermorgen passieren wird und es wird immer komplexer und spannender. Geile Reise, heftige Reise, anstrengende Reise und auch mit eurer Unterstützung möglich. Und da war es eher eine große Inspiration und da hoffe ich, dass wir auch umgekehrt viel Inspiration geben konnten. Ich glaube, auch für uns ist ja auch dieser Kanal so eine Möglichkeit, auch zu reflektieren. Ja, natürlich. Wir haben ja, was die wichtigsten Tipps für die Magie, magische Grundausbildung, das magische Tagebuch, das muss man nicht mögen und das mag auch nicht jeder, das ist halt so. Dieser YouTube-Kanal ist sowas wie ein Tagebuch für uns und quasi diese ganzen Reisen und Erlebnisse irgendwie zu verarbeiten und zu verdichten und weiterzuerzählen. Nachvollziehbar zu machen. Wenn wir uns untereinander unterhalten, ist uns das völlig klar, aber das in eine Form zu packen, dass Menschen, die außenstehend sind, das nachvollziehen können, das ist für uns eine ganz spannende Arbeit auch. Und das war zum Beispiel diese eine CropFM-Sendung im vergangenen Herbst, eine neue Zukunft sehen. Da haben wir ein magisches Langzeitforschungsprojekt vorgestellt. Über viele Jahre, ja. Und das war, wir haben uns dann echt ein bisschen gefühlt, wie so, jetzt haben wir mal so unsere Magisterarbeit abgegeben. So, das jetzt. Füße hochlegen und Party. Ja, also das war für mich einer der wichtigsten Schritte in diesem Jahr. Ja, für mich war einer der wichtigsten Schritte, wirklich in die Öffentlichkeit zu gehen. Das war für mich eine Überwindung, gar nicht so, also weil ich das einfach nicht mag, also weil ich mich in meiner Magie oft sehr bedeckt halte und sehr gerne im Hintergrund Fäden ziehe, aber es hat auch einen Grund, warum ich jetzt in die Öffentlichkeit komme und mal schauen, wohin es weitergeht. Wohin es weitergeht zum Beispiel, auch etwas, was aus diesem Kanal heraus entstanden ist, mein neues berufliches Projekt. Ich werde mit der Zeit noch mehr darüber erzählen, aber ich gebe jetzt schon mal einen kleinen Spoiler, ich mache eine Online-Magieschule. Bin gerade dabei, das aufzubauen und vorzubereiten. Das wird in Form von Videokursen, Webinaren und PDF-Unterlagen sein. Also jemand, der sich dann wirklich konkret Techniken lernen will, der konkret bestimmte Dinge lernen will, der kann sich dann an dich wenden, sozusagen. Und das kann jeder in seiner Zeit und von sich zu Hause aus machen. Es wird aber auch Real-Life-Seminare geben, weil ich nicht alles über die Entfernung vermitteln kann. Und es sind viele Inhalte drinnen, die wir jetzt auch überhaupt noch nicht besprochen haben. Also das ist auch aus der Beschäftigung heraus entstanden. Plötzlich war die Idee da und hat sich entwickelt. Also wenn ich mir das jetzt alles so vergegenwärtige, worüber wir sprechen, das ist schon enorm. Ich bin mir sicher, dass wir unfassbar viel vergessen haben von all den Dingen, die passiert sind. Was ich mir aber gemerkt habe, war, wir haben kein UFO gesehen im ganzen letzten Jahr. Ich hoffe, da ist der Kanal nicht schuld dran. Nee, sonst machen wir einen Kanal über UFOs. Oder einen Debunker-Kanal, dann tauchen sie wieder auf. Ich weiß es nicht. Ja, ein Jahr, reicher stark. Wir freuen uns auf das zweite und auf weitere. Danke, dass ihr dabei wart. Danke für euer Feedback. Wie immer freuen wir uns über Fragen, Likes. Mir fällt noch was ein. Noch was? Eine ganz konkrete Wirkung. Danke demjenigen, der das gemacht hat. Du weißt, wer das ist. Es hat jemand
Whisky verzaubert für mich. Ich hasse rauchigen, erdigen, dorfigen Whisky. Das ist furchtbar. Das kriege ich nicht runter. Das schmeckt für mich wie Aschenbecher. Und es gab eine konkrete Sendung, wo ich den Lagavulin, 16-Jährigen, getrunken habe. Das war zum Kotzen. Und im Laufe der Sendung hat sich das gewandelt und inzwischen schmeckt mir der Whisky und auch der so erdig und dorfig und rauchig. Ich kann ihn trinken, ohne mich anzukotzen. Mhm. Allein dafür war es das wert. Also, Whisky und Wünsche hat die geheißen. Wir wünschen uns viel weitere Magie. Und Whisky. Bis bald, die Welt ist magisch.